Ja, guten Tag, mein Name ist Jürgen Ulich, ich bin der Geschäftsinhaber der Firma ETND. ETND steht für Energie- und Telekommunikationsnetzdienstleistung. In unserem Bereich Energietechnik bieten wir an die Netzberechnung mit Power Factory, digitale Planerstellung mit AutoCAD, Trassensicherungen mit Gestattungs- und Dienstbarkeitsverträgen. Übergreifend in der Bauleitung bieten wir die Segego-Leistung und die BGVA1 Koordinatorenleistung an. Wir arbeiten schon mit mehreren Stadtwerken zusammen, mit Ulm, mit Trossingen, mit Ludwigsburg, mit Germersheim. Auch für die EnBW UdR haben wir seit 2 Jahren schon Bauleiterleistungen übernommen. Kürzlich haben wir uns auch für die EnBW Regional AG im Präqualifizierungsverfahren präqualifiziert. Wir selbst in unserem Bereich AutoCAD, die Planerstellung für die Trasse Maggenhof Herne in Richtung Paubenweiler für das 10kV-Netz hier in Paubenweiler. Parallel die Netzberechnung für den Bereich Paubenweiler, um die Dimensionierung dieses 10kV-Systems zu berechnen. Sehen Sie bitte auf unserer Homepage ETND, welche Leistungen wir noch erbringen, wir Sie auch gut bedienen im Bereich der Telekommunikation. Wir haben auch für die Stadt Ludwigsburg als Beispiel die Strecke von Marbach-Hörne in Richtung Paubenweiler mit einem HDPE-Rohr, Telerohr mit Verrohrt. Hier heute stehen wir in Marbach-Hörne im Projekt von Stadtwerke Ludwigsburg-Convestheim und hier wird heute eingepflügt eine Gasleitung SLM 160 x 14,6. Anschließend, 2 Tage später, voraussichtlich, wird parallel in 2 Meter Abstand eine 10kV-Trasse mit HDPE-Rohren eingepflügt. Die Gesamtstrecke ist 2 Kilometer. Ich war mit der Firma ETND beauftragt, diese Strecke auszusuchen, zu projektieren und bauzuleiten. Die Maßnahme der Pflugstrecke wird voraussichtlich 3 bis 4 Tage dauern. Die Firma Fuggesberg ist von der Firma Hubele beauftragt worden. Und wir hoffen, dass die Flugarbeiten gut vorangehen. Die Wetterlage ist optimal, wir haben Plusgrade, schönes Wetter. Also beste Voraussetzungen für die heutige Flugarbeit. Thank you.